Solange sie noch schmerzfrei leben kann, wollen wir ihr ein glückliches Dasein schenken. Schließlich ist sie für uns wie ein Kind. Das sagen Rotraut und Gerhard aus Frankfurt über ihren Australien-Terrier Ronja. Die 5-jährige Hündin hatte eine unheilbare Autoimmunerkrankung. Jeden Tag hat das Ehepaar Angst, dass sie eingeschläfert werden muss. Letzte Hilfe erhoffen sie sich von den Spezialisten der Frankfurter Tierklinik. Markus Desing hat die Ärzte bei ihrem Stressjob begleitet. Die Frankfurter Tierärzte, oft die letzte Rettung für hilflose Patienten. Egal, ob es sich um winzig kleine Problemfälle oder um ganz große handelt. Vor 2-3 Wochen haben wir es schon fast aufgegeben. Das war der letzte Versuch jetzt. Da haben wir schon Angst gehabt, wir müssten sie einschläfern lassen. Die Tierklinik in Frankfurt hat einen guten Ruf. So gut, dass Frauchen Indra extra 1700 Kilometer aus Lettland angereist ist. Ihre 8 Monate alte Greta kann ihr rechtes Hinterbein nicht bewegen. Eine erste OP in Lettland hat nichts gebracht. Nun soll Dr. Volker Hach das Bein retten. Man sieht auch hier, der belastet das nun überhaupt nicht. Er hält das Bein hier ganz schlaff runter und kann da gar kein Gewicht drauflegen. Ne? Wir werden jetzt den Hund in Narkose legen. Ja. Und wenn er in Narkose ist, dann machen wir die entsprechenden Röntgenbilder, die er sich so auch nicht gut gefallen lässt, weil wir das Bein dann so ein bisschen manipulieren müssen. Und wenn wir die Röntgenbilder haben, dann besprechen wir, was wir machen. Das Röntgenergebnis zeigt nichts Gutes. Wahrscheinlich war das ein Knochenbruch und der ist nicht fachgerecht versorgt worden. Erst einmal wollen wir die Implantate hier rausnehmen, also das Metall hier rausnehmen. Und dann schauen wir uns an, was uns noch zur Verfügung steht, um hier eventuell Gelenkersatz oder diesen Defekt zu überbrücken. Kurz vor der OP geht Dr. Hach jedes mögliche Szenario durch. Der schlimmste Fall bei sowas ist, wenn auch dieser Infekt sich ausbreitet weiter und man den nicht in den Griff bekommt und hier auch die Schrauben nicht halten, dass das Bein sogar amputiert werden müsste. Letzte Klarheit kann nur die OP geben. Wenn Schmerzen zu groß werden, soll Ronja eingeschläfert werden. Im Nebenzimmer kämpft Klinikleiter Hach um das gebrochene Bein von Hündin Greta. Es ist schon, man hat natürlich eine gewisse Abgebrühtheit, die man auch haben muss in der Operation. Aber ich meine, diese Schicksale nehmen einen natürlich schon mit. Ja? Also das lässt einen jetzt nicht kalt. Aber in der Operation, da ist, muss man einen klaren Kopf und bewahren und darf da keine Emotionen irgendwie haben. Das muss einfach passieren und muss gut gemacht werden. Gretas Bein wird während der OP verdrahtet und fixiert. Ein schwieriger Eingriff. Operation ist jetzt beendet. Nach wie lange haben wir gebraucht? 3 Stunden fast? 2,5 Stunden, ja. Ist auch eigentlich relativ gut verlaufen. Ich denke schon, dass der Hund dann mit dem Bein laufen kann. Normal nicht, aber er wird das Bein benutzen können. So, jetzt bitteschön. Okay. Okay. Kommen Sie her. So, hier war ein Knochenbruch, der ging hier runter. Aha. Ja? Durch dieses Gestell erhoffen wir, dass diese Infektion zur Ruhe kommt. Das ist, okay, das, ist das Beste, was man hat machen können in Anbetracht der Situation, in der wir sind. Er ist jetzt unten in der Aufwachbox, Sie dürfen leider nicht zu ihm. Aber weil er braucht jetzt Ruhe, er muss schlafen den ganzen Tag. Wir wollen, dass er ruhig im Käfig kriegt Infusion und Rotlicht und alles und möchte nicht, dass er sich aufregt. Okay? Frauchen Indra aus Lettland ist überglücklich und Greta darf sich im Aufwachraum von der Operation erholen. Ich hoffe sehr, dass sie kann weiter normal leben. Tierärzte